Für Harry Potter ist kein Weg zu weit. Dank Metro. Und der Düsseldorfer Metrochef, der bei der Gala Zukunft NRW 2015 hinter Herrn, wie heißt der nochmal? Wie heißt der Ex-Bus von der Deutschen Bank? Sie wissen schon, denken Sie mal nach. Harry Potter heißt er nicht. Lego heißt er auch nicht. Pressesprecher war damals Dr. Ramsdorf. Und er hat gesagt, Sie muss man kennen? Dann sage ich, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Fragen Sie Harry Potter. Dr. Josef Ackermann, da war ein Platz frei. Und ich wollte nicht alles vom Boden filmen. Und dann fragte jemand von der Metro, wer ist denn das da vorne? Dann sagte ich, der, der um die Welt fährt für Charity. Schau, da steht Rettungsgassen bilden. Wie oft muss ich das erzählen? Aber scheinbar zu wenig Werbung. Im Notfall zählt jede Sekunde. Für einen kleinen Jungen aus Weißrussland. Lego, Metro. Siehst du, Viktor, kein Weg zu weit. Da draußen schaut es dunkel aus, aber mit Lego hast du wieder gute Laune. Und heute ist ein ganz besonderer Geburtstag deiner Mama. Jeden Moment kann irgendwo eine Firma Porsche stehen oder Hyundai oder Burger King. Wer das sieht, wann, wo in der Welt, weiß ich nicht. Aber es kann ein Sponsor sein für einen Film. Heute habe ich einen Actor aus New York kennengelernt, der 27 Jahre in New York lebte, 22 Jahre bei der Armee. Und der meinte, mit Sponsoren wird es ein Hammerfilm. Harry Potter hat auch sehr viel investiert und ist jetzt Milliardär. Jeder Kontakt zählt. Wer nicht kontaktet, der kommt nicht weiter. Und der Film handelt um einen Armee, ich hätte schon fast gesagt, Mitglied Secret Service. Er war 22 Jahre dort und schwamm im Meer. Warum? Das hat er mir heute noch nicht gesagt, weil das kommt ja im Film. Wir haben nur einen Umriss gebracht. Und Mr. Gabriel schwamm an dieses Schiff und bemerkte, dass dieses Schiff gekapert wurde. Und daraufhin meinte er, lieb Herr, Sie haben Geld. Machen Sie die Taschen locker, bekommen Sie mehr. Und er sagte, 2021. Ja, was sagte er? 137 Menschen hat er gerettet. Leider, als er auf das Schiff kam, waren 13 Menschen von uns gegangen, also gestorben. Leider, sagt er. Und ein Security hat die Pistole auf ihn gehalten, dass er ja einfach handlungsunfähig ist, weil man gedacht hat, er stört auf dem Schiff. Er ist ein sogenannter blinder Passagier. Jedoch gab es einen Moment oder zwei Momente und er griff derjenige mit der Pistole, er griff in die Tasche und in dem Moment sprang er den Waffenträger an und erschoss ihn und die anderen
die das Schiff gekapert haben, auch und rettete dadurch 137 Menschen. Und darüber wird ein Film gedreht, weil er das seelisch verarbeiten möchte. Und das heißt, wir brauchen Sponsoren. Herr Chiriak, machen Sie von Ihren Milliarden Gebrauch, geben Sie ein paar ab. Sie werden multiplikativ garantiert in vielfacher Form partizipieren und diese werden wieder zurück in ihre Taschen kommen, damit sie noch mehr Menschen in Bukarest, in Rumänien, wie Tabaluga, Peter Maffay, anderen Kindern in Not, traumatisierten Kindern in Not zur Seite stehen können. Vielleicht hilft auch der Marketingdirektor, den ich kennenlernen durfte, bei der Spielwarenmesse 60 Jahre Nürnberg, bei der größten Spielwarenmesse der Welt und macht auch ein bisschen locker. Machen Sie locker, dann bekommen Sie mehr dazu. Das ist meine Philosophie. Jeder Kontakt zählt. Mehr Mensch, Galacom.tv, Galacom.tv, sehen Sie mit Sicherheit wieder mal eine Sequenz, mehrere Sequenzen, wenn es darum geht, retten ohne Grenzen. Alles Gute, lassen wir den dunklen Wolken und den Regenbogen Licht ins Dunkel der Menschheit. Danke.